Hallöchen und willkommen zur neuen Stufe von Skyrim. Ja, Ausdauer. Damit erhöhen wir die Traglast, wurde mir gesagt. Punkt 2. Zerstörungsmagie. Wir sind ja bisher nur auf Feuer gegangen. Wir gehen mal noch ein bisschen mehr auf Blitz jetzt. Was ist denn das hier dann? Blitzschäden löst das Ziel auf. Wenn die Gesundheit niedrig ist. Ach, und noch was wollte ich gucken bei schwerer Rüstung. Muss ich nochmal gucken, war es, glaube ich, schwere Rüstung. Wenn wir da die höchste Stufe haben, wurde mir gesagt. Von irgendwas. Wow. Horizon. Nein. Wenn wir da das höchste rum. Ah. Eine Schwerrüstung wiegt nichts und verlangsamt dich nicht, wenn sie getragen wird. Das ist noch wichtig. Erfordert 70 Punkte. Dafür müssen wir noch das. Sturzschaden. Aha. Das hier haben wir, ne? Nee, haben wir nicht. In diese Richtung müssen wir komplett gehen noch. Okay. So, jetzt haben wir den Blitzschaden gemacht. Warte. Dementsprechend liegt das auch testen. So haben wir mal ausschließlich damit gearbeitet. So. Die vollen Seelensteine. Ich traue mich gar nicht. Boah. Ja, weiß man nie bei dem Spiel. Da könnte sich auch die Türen schließen, Gift läuft rein, ich bin tot. So einfach kann das hier laufen. Oh, das hier sieht auch wieder... Das sieht schon mal nicht schön aus. Tschüssikowski. Ja, die Damen sind wieder hochintelligent. Au! Lass das mal! Versuche ein bisschen meine Waffe zu sparen. Ne, wir wissen ja, das verbraucht ja hier Seelensteine dann. Apropos. Zum Glück ist die recht sparsam, diese Waffe. Also mit wenig Seelensteinen kann man die schon gut auffüllen. Da hinten muss noch irgendwo einer leben. Hi. Nacht. Wer ist da? Niemand. Wo denn? Gibt hier noch einer? Nö. Ist da was drin? Nö. Vielleicht. Was ist das denn? Was ist das? Interessant, interessant. Aber irrelevant. Da ist noch einer. Gute Lydia. Ja, wir nehmen ihn halt. Oh, der ist ein bisschen ausgerüstet hier, ne? Der Schleicher. Kann sich schleichen. Oh, keine. Nichts mehr. Hey. Zaubertrank der kräftigen Heilung. Ist natürlich nice. Ich gehe aber trotzdem wieder auf unsere Feuermagie. Denn die haben wir ja schon hochgelevelt. Oh, hier ist nichts drin. So, wir müssen weiter hoch. Das auf jeden Fall auch noch was. Irgendwo da. Mit euch kämpft es sich gut. Ja.
So, weiter. Okay, ihr müsst doch wohl irgendwo... Man, der kriegt gut Damage. Aua! Das war nicht nett. Ne? Sowas, also das dulde ich nicht. Ich würde sagen... Da drüben ist vielleicht irgendwo das, um da aufzumachen. Guten Tag. Beziehungsweise um die Brücke zu senken. Oder auch nicht. Hier ist nur eine Truhe. Schwarzer Seelenstein. Ah, dieses Spiel macht einfach so viel Spaß. Ah. Aha. So, weiter geht's. Geh mal lieber schnell. Man weiß nie bei diesem Spiel. Hab ich doch gewusst. Ihr dummen kleinen Mistviecher. Gewöhnlicher Seenstein. Auch wunderschön. Wo sind wir hier? Ich hoffe doch, wir sind hier richtig. Die Tür ist noch verschlossen. Also waren wir zumindest noch nicht. Ups. Ja, Entschuldigung. Nein. Ein kleiner Pisser. Du hast ja gar nichts drauf. Seelenstein, aber der war, glaube ich, leer, oder? Sind wir bald da? Okay, bei den letzten Dingen habe ich mich beschwert, weil es so schnell durch war. Das ist mir wieder zu groß. Manu. Oh Gott. Sieht für mich nach Rätsel aus. Ja, ja. Okay. Okay. Danke. Okay, also. Irgendwo. Okay. Wie geht das runter? Das wieder hoch. Ich vermute einfach mal, ich muss das hier wieder schließen, damit hier irgendwas aufgeht. Ein blöder Schleicher. Einhändig verbessert. Und ein Heilungstrank. Die Zeit kommt zwar ganz gut ohne klar. Ja, die Jungs hier, die halten was aus, ne? Hier sind noch mehr Viecher irgendwo. Da hinten. Drin. Ist da irgendwas, was ich möchte?
definitiv nicht so aus. Das irritiert mich. Ja, ich vermute, da gibt es doch was drin, was ich möchte. Oder hier unten. Nicht. Okay, das will nur, falls man mal reinpoltert, dass man wieder rauskommt. Okay. Oh, warte mal. Den dein. Oh, Frank. Oh, hallo. Entschuldigung, dass ich nochmal auf sie zielen musste, der Herr. Mir war so. Ich hab ja auch Sachen. Aha. So. Hier? Aha. Okay. Ist dann doch einfacher als gedacht. Ich muss da hinten also nicht rein. Hier würde ich aber gern rein. Och, alles klar. Nö, hör auf, ey. Schlossstufe Experten, nö. So. Alles bewegt sich jetzt, aber das Ding da geht noch nicht runter. Hier sind noch immer welche, die nicht funktionieren. Das hier zum Beispiel. Eigentlich. Der wird ja nicht blockiert oder so. Ich wette, ich muss da doch rein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ist. Sollen da. Alles klar. Nur Witze. Macht ihr mal. Ich schieße ein bisschen. Unterstütze euch. Bei eurer Reise. Dankeschön. Ist hier irgendwas drin? Gold. Inerz. Ne. Eier. Eine Tour auf Experte. Ich würde wirklich gern, aber das ist, es wird einfach zu viel. Okay, warte. Ja. Okay, dann geht's. Dann geht's. Wenn es dann auch noch gleich aufgeht und ein Dittrich drin ist, dann ist okay. So, ich muss mal gucken, ob ich jetzt vielleicht doch den Hebel da, also das Ding da drin aktivieren muss. Nee. Aber es wird ja nicht blockiert. Ah, ja, haha. Also doch darunter. Hatte ich doch recht. Ach du Scheiße. Ich. Das juckt ihn gar nicht, ne? Opfer. Ja, du schaffst das. Du brauchst keine Hilfe, ne? Du, ach, Julia hier. Oh.
Okay. Doch nicht so schwer, wie ich dachte. Oh, ein mächtiger Seelenstein. Die haben auf jeden Fall coole Truhen. Nice. Da fällt mir doch ein. Wir haben doch auch diese eine Magie, wo wir... War das hier? Auf der Tapferkeit war das nicht, ne? Doch. Das hier war auch ganz cool eigentlich. So, jetzt will ich aber erstmal das neue Zauberbüchlein verwenden. So. Das sieht mir schon wieder sehr nach Spinnen aus. Ich bin noch so ein Spinnenfreund. Ja, ihr seid das. Ja, ja, ich hab es nicht. Ja, ja. Unsere kleine Tote ist auch da. Sind wir hier? Nee, da wollen wir natürlich noch nicht durch. Das hätten wir geschafft. Dauerhafte Unsichtbarkeit. Ja, das klingt natürlich sehr schön. So, Unsichtbarkeit. Was für... Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Einer fehlt noch. War, was, der dritte? Na gut, jetzt fehlt nur noch einer. Wir treffen uns am Ziel. Ein bisschen Angst, dass die dann irgendwie erweckt wird oder so. Und gegen mich kämpft. Oh. Oh. Das ist interessant. Das ist interessant. Wo geht's hier noch hin? Schwarzweite. Was ist das hier? Auf jeden Fall gefällt's mir nicht. Müssen wir hier hin? Wusste ich doch, dass ich was gehört habe. Und wenn ja, wie kommen wir hier weiter? Ach da, okay. Die Damen haben es schon. Hä? Das musst du mir jetzt mal erklären. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Wo ist denn dein Schild? Seit wann nimmst du denn den Stab? Was ist denn mit dir los? Geht ihr voran? Also das würde ich jetzt schon gern irgendwie in Aktion erleben. Was machen wir hier jetzt eigentlich? Müssen wir nicht woanders hin? Oder sind wir hier jetzt wirklich genau richtig? Da ist wieder sowas. Und da müssen wir auch hin. Wo hätte uns das andere dann hingeführt? Ist eine gute Frage, ne? So. Okay. Aber der bemerkt uns nicht, ne? Der bemerkt uns nicht. Na klar, bemerkt er uns. Ach, Drachenfall. Oh!
Panzer eh nichts, Junge. Oh, der hat einen Namen. Das ist ein besserer Dra. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier so reinhaue, ob Lydia jetzt hier so reinhaut oder ob es sie war. Aber das war ja mal richtig easy. Und meistens, wenn man solche Drachen findet, sind in der Nähe irgendwelche Wörter. Eventuell dort oben. Aber der ist ja hier hinten rum im Kreis, ne? Da könnte auch was sein. Ich muss mich hier umsehen, dann. Ich gehe jetzt erstmal da hoch. Da müssen wir auch hin. Aber ich muss mich da hinten irgendwo umsehen noch. Ich muss mal gucken, ob ich das von hier oben schon sehe. Denn das war jetzt hier nicht einfach nur Larifari-Drache. Nee. Das war Drache mit Name. Drache mit Name ist gute Drache. So viel weiß ich. Aber ich sehe hier unten nichts, wo eventuell ein Wort stehen könnte. Ich habe auch keine Lust, da hinten vielleicht. Ich habe auch keine Lust, hier alles abzusuchen. Ich meine, das ist ja dann doch ein bisschen viel. Vielleicht steht hier hinten noch irgendwo eins. Oder wir müssen wirklich da hoch. Aber da oben ist ja, glaube ich, nur unser Questziel. Das wäre ja Quatsch, wenn da ein Wort stehen würde. Und der kam ja hier nur her. Also zufällig. Ne, der hat uns gesehen. Wollte mal mit uns eine Unterredung führen. Ne, hier ist kein Wort. Also wenn, dann ist das unten irgendwo. Ich gucke auf die Map. Wo sind wir jetzt? Hier unten vielleicht Bronzewasserhöhle oder zum Nachttor verlorene Höhle. So dem Bereich, den grenzen wir mal ein. Da irgendwo könnte es sein. Wenn es ein Wort gibt und ob es ein Wort gibt, das sehen wir in der nächsten Folge von Skyrim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.